Der Sturm ist überstanden und wir möchten euch in dem heutigen Video erzählen, wie wir uns darauf vorbereitet haben, aber noch viel mehr, wie wir diesen Sturm in unserem Tiny House erlebt haben. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hatten ja Sorge, dass wir hier nicht mehr lange stehen. Also dass der Wind wegpustet. Zumindest von dieser Richtung aus, also von der Südseite, da stehen wir relativ offen. Und deshalb war es so, dass wir in der Vorbereitung schon über Spanngurte auch nachgedacht haben, die wir hier quasi über unser Haus so spannen und im Boden verankern. Das haben wir dann wieder verworfen, nachdem wir uns die App runtergeladen haben dafür. Es gibt natürlich für alles eine App. Ja. Und erst durch diese App, wo wir auch über den Standort genau sehen konnten, zu welcher Stunde, an welchem Tag, wird vermutlich der Wind auf unser Haus treffen. Da konnten wir uns erst beruhigen, ne? Ja, weil uns einfach relativ schnell klar wurde, dass der Wind überwiegend aus dem Westen kommt, also Südwesten, Südwest, Westen. Also das ist im Grunde die Bugseite unseres Hauses. Also die kurze Seite. Das ist die kurze Seite, genau, wo zumindest dann nochmal 8,25 Meter die Kraft abfangen können. Wir haben auch nicht so massive Bäume um uns herum stehen. Also es sind wirklich eher Bäumchen, kleinere Bäume mit dünneren Stämmen, auch viele Büsche. So, dass wir eben auch dachten, dadurch, dass unser Haus relativ hoch aufgebockt ist durch das Gefälle unseres Grundstücks, dass die Böen, wenn sie von der Seite kommen, vielleicht auch so ein bisschen abgefangen werden oder abgeschwächt werden. Also Fazit, eigentlich haben wir nichts vorbereitet. Gar nichts. Zum Thema Vorbereitung. Ja, ich bin nach Hause gekommen, es war schon dunkel. Ich hatte auch keine Lust mehr, hier irgendwelche Seile oder Gurte zu spannen. Also haben wir nichts gemacht, haben uns die App runtergeladen, haben gemerkt, okay, der Wind kommt aus dem Westen, Südwesten, das ist ungefähr die Richtung. Und dann war es auch cool. Bis dann der Sturm kam und wir die erste Nacht erleben durften. Also es fing ja nachts an, man merkte schon abends, dass sich der Wind oder so diese Böen verstärkt haben. Und ganz klar zusammengefasst war es eher eine schlaflose Nacht oder auf jeden Fall keine Tiefschlafphasennacht. Es war halt so, dass wir immer das Gefühl hatten, wir wissen jetzt nicht, wann kommt denn jetzt diese Böe, ne? Wann kommen die denn? Also der Orkan wurde uns quasi prognostiziert und wir haben ihn quasi dann im Bett erwartet und dachten, okay, jetzt schlafen wir hier oben. Sollte das Haus also umstürzen, dann in die Richtung und haben schon so ein bisschen, also wer weiß, was da, also es ging einem dann schon einige Gedanken durch den Kopf. Wir haben immer mit jeder Böe affirmiert, dass sie das Haus nicht an der Längsseite treffen wird, dass es immer schön aus dem Westen kommt. Es war auch so, ganz ehrlich. Am Ende war es so. Es hat sich, glaube ich, oben kaum bewegt, das Haus. Du hast es halt nur gehört. Wir müssen immer vergleichen, der Schleudergang unserer Waschmaschine kann deutlich mehr. Ja. Oder wenn man hier mal eine Glasflasche reinigt mit Wasser und Essig und man schüttelt heftig. Hier auf dem Podest, dann spürt man das hier. Ja, dann bewegt sich das Haus deutlich mehr. Ja. Aber es ist natürlich eine kontrollierte Bewegung oder man kennt es. Hm. Wenn man jetzt aber im Bett liegt und man weiß nicht, was die Naturgewalten eben so vorhaben. Ja. Und man weiß nicht, wie stark welche Böe wird. Das ist einfach eine andere Ungewissheit. Aber wir hatten schon mehr Vertrauen, weil wir hier auch relativ geschützt stehen. Das Einzige, was passiert ist, war der Stromausfall. Ja. Also wir sind morgens, als der Wecker klingelte, wach geworden und haben gehört, wie plötzlich der Strom anging. Wir spürten, es ist irgendwie ein bisschen kühler als sonst. Und unser Wasseraufbereiter ging an und der macht dann immer so eine kleine Melodie. Ja, passend zum Wecker, ne? Das hat mich auch schon gewundert. Seit wann haben wir den Wasseraufbereiter, irgendwann haben wir einen Timer gestellt, dass der angeht? Oder ja, ganz dass komisch. Dass dann Kaffee automatisch kocht? Also ich war noch im Halbschlaf. Ja. Und dann haben wir erst gemerkt, dass der Strom ausgefallen war die Nacht. Genau, der Temperaturabfall war relativ gering. Das heißt, wir glauben nicht, dass das jetzt allzu lang war. Dann musstest du arbeiten. Ja. Und ich war hier und du bist... Ich habe noch Wasser abgezapft für die Arbeit und dann ist der Strom quasi, als ich das Haus verlassen habe, nochmal ausgefallen. Und dann aber für 4 Stunden, du warst zu Hause. Genau, ich hatte gerade deinen Smoothie gemacht, wir haben Wasser abgezapft, also alles, was du für die Arbeit brauchtest. Die Morgenroutine. Genau. Und die konnte man noch erfüllen. Und du wolltest gerade raus und klick, ist der Strom wieder ausgefallen. Ich hatte schon ein Gefühl, dass jetzt zapf dir lieber mal schnell Wasser ab und koch mal das Wasser schnell auf und koch dir noch den Kaffee und 10 Minuten später war er dann wieder weg. Ja. Ja, okay. Also, aber du hast das überbrücken können, ne? Genau, wir haben ja glücklicherweise, und da kam das Gerät eigentlich zum ersten Mal
notfallmäßig zum Einsatz. Ja. Unsere Power Station von Jackery. Auf jeden Fall haben wir schon mal vor ein paar Wochen über die Problematik gesprochen, dass wir natürlich stromabhängig sind, auch wenn der Strom ausfällt, da sonst natürlich auch unsere Pumpen des Hauses nicht funktionieren, also kein Wasser befördern können. Und die Heizungspumpe nicht funktioniert. Die oder Heizung nicht laufen geschweige denn die Heizung selbst, ne? Ja, ja. Also die läuft auch über 12 Volt zumindest. Also dass überhaupt das Kontrollpanel und die Heizung funktionsfähig ist, brauchen wir 12 Volt. Das heißt, der Dometic, den Wechselrichter, den wir da hinten haben, der lässt sich halt ganz leicht umstecken, ne, in die Power Station. Und genau das haben wir quasi gemacht. Und dann konnten wir, wie gesagt, heizen. Ne? Du hast dann nochmal heizen können. Du hast sogar den Wasseraufbereiter angeschlossen, über Verlängerungskabel. Ja, wir hatten zum Glück noch eine Mehrfachsteckdose und eine Kabeltrommel. Und dann haben wir im Prinzip alles dort angeschlossen, sodass dann auch unser Trinkwasseraufbereiter auch noch angesteckt werden konnte. Und zwischendrin habe ich dann auch mal den Akkustaubsauger noch schnell angeschlossen. Der Kühlschrank wäre auch noch drin, glaube ich. Ne? Wir haben nämlich 500 Watt, die wir auf einmal. Den hatte ich ehrlich gesagt total vernachlässigt. Okay. Ich habe gar nicht daran gedacht. Eine Sache fällt mir noch ein. Es war dann ja noch, glaube ich, 2-3 Tage stürmisch zwischendrin, immer mal in so Phasen. Stimmt, und wir hatten noch ein Highlight, weil wir dachten, alles sei überstanden. Und plötzlich kam diese eine Wolke und es hat auch geblitzt und gedonnert. Und plötzlich wirklich prasselte es auf unser Haus. Wir haben wirklich jetzt schon einiges an Regen die letzten Wochen und Monate hier erlebt. Aber das war heftig. Wir haben wie ein Hagelsturm, aber es war kein Hagel. Es war und wir haben unser eigenes Wort nicht mehr verstanden. Es war so laut, das haben wir wirklich noch nie erlebt. Stellt euch einfach vor, ihr fahrt euer Haus in die Waschanlage. So ein bisschen, so hat das geklungen. Ja, also überall. Und der Wind dazu noch. Es war so lautstark, als wären wir geföhnt und gewaschen. Und also alles zugleich, alles auf einmal. Wir haben aber ein Beispielvideo gemacht. Ja, man sieht zwar nichts, aber man hört ungefähr, wie laut es war. Boah, das ist halt sehr windig. Also, jetzt sind wir mittendrin. Das ist so nicht laut. Der gemütliche Regen, den wir immer so schön finden. Nee, der ist ein bisschen wilder. Ist der Sturm wohl schnell vorbeigezogen. Gut, dass du gerade noch das hier. Das ist immer sehr aufregend, muss ich echt sagen. Jetzt sehen wir hier auch nicht so viel, ne? Ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Happy Birthday, Liebling. Ah, danke schön. Das perfekte Wetter zu meinem Geburtstag. Achso, das sieht man schon gar nicht mehr. Hier sind bestimmt 6 oder 7 Warnungen schon eingegangen. Warte. Das ist Wahnsinn. Ja. Vincent stört gar nicht, übrigens. Fazit zu unserem ersten Sturmerlebnis hier im Tiny House. Wir haben ihn im Grunde nur mitbekommen, weil wir ihn gehört haben, aber das Haus wackelte zumindest schon mal nicht so stark. Also das war auch so meine persönliche Sorge, dass wir uns hier irgendwie bewegen würden. Nach wie vor wissen wir aber auch gerade bei Böen, man weiß nie, wie stark welche Böe ist. Und auch wenn es die meiste Zeit sich okay oder harmlos anfühlt oder man auch Glück hat mit der Windrichtung, so wie es in unserem Fall war, kann trotzdem eine Böe das Haus einfach auch umhauen. Das darf man nicht vernachlässigen. Das heißt, wenn wir irgendwann auch nochmal... Ab 110 auf jeden Fall, ab 110 km/h. Ja, und wenn wir irgendwann nochmal wirklich feststehen, auch mit einem Fundament, dann würden wir auch wahrscheinlich Erdschrauben oder andere Befestigungen des Hauses nochmal nachrüsten oder bevorzugen. Es ist einfach schwierig bei den Maßen eines Tiny Houses. Wir haben das auch mal bei Sturmsturzgefahr bei einem älteren Video nochmal genauer erläutert. Verlinken wir euch gerne, weil es tatsächlich auch kein zu vernachlässigendes Thema ist. Wir kennen es auch von unserem Kollegen Max Green. Hatten ganz andere Themen. Also es kann auch echt anders laufen. Dann können auch die Bäume stürzen. Man steckt da einfach nicht drin. Also wir hatten Glück. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Wenn ihr auch selber in einem Tiny House lebt oder in einem kleineren Haus oder den Sturm intensiver erlebt habt als wir sind ja sehr glimpflich davon gekommen. Berichtet doch mal. Sehr, das sehr ist gerne. Spannend. Weil es ja regional wirklich unterschiedlich und auch heftig war. Ja. Wir hoffen, dass auch bei euch alles heile geblieben ist. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.